So, dann schauen wir doch mal. Wir reparieren am besten einmal alles hier. Gut, gut. Das auch, das auch. Ich bin froh, dass Reparieren nichts kostet. Ich glaube, sonst hätten wir nämlich ein ernstzunehmendes Problem. Okay, was haben wir denn? Wie viele Ks haben wir denn gerade? Wir wissen 65 Ks. Reiche Leute kommen auch vorbei, das passt eigentlich. 55 könnten machen für ein bisschen Eintrittsgeld. Das wäre auch nicht schlecht. Aber 10% Discount hätte hier auch was. Hier Einskrieger. Magier könnte man holen mit 80. Ach, die brauchen alle 80. Das geht natürlich nicht. Hat wenig noch irgendwas mit Helden? Jetzt können wir das machen? Nein. 400. Das geht auch nicht. Das geht überhaupt nicht. Ist die Frage, was machen wir? Wollen wir ein bisschen mehr Geld haben? Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, Eintrittsgeld ist nicht schlecht. Ich glaube, das machen wir auch. Komm, machen wir mal Eintrittsgeld. Yep. Meine, die Leute müssen zahlen, wenn sie was wollen. So, was haben wir denn hier? 15 Schwerter, zwei verschiedene Metallhelme. Ich würde die lieben gerne machen, aber dazu fehlen mir gerade echt die Sachen. Da müsste ich dann wirklich wahrscheinlich dann das hier haben, Level 1 Waffen. Na gut. Sei's drum. Wir nehmen auf jeden Fall dich mal weg, damit wir im Baumodus das hier entfernen können. Dankeschön. Bekommen sogar das Geld wieder zurück. Das ist doch schon mal schön. So. Einmal so rüber und einmal auf die andere Seite. Jetzt muss ich mal gucken. Das steht hier drauf. Lass mir das einfach mal hier so stehen. Das ist doch schön. Können wir vielleicht Armored Rack. Oh, das wäre noch was. Das habe ich glaube noch gar nicht, dass wir ein paar Rüstungen. Hoppale. Auch eine Aufhänger können. Armored Rack, Dankeschön. Plus ein weiteres Regal bräuchte ich wahrscheinlich. Das können wir wegmachen und ein weiteres Regal hinstellen. Die Leute kaufen nämlich so viele Heiltränke, das ist nicht mehr normal. Können wir da gleich einen ganzen Laden voll hinbauen. Vielleicht noch nach. Ja, naja, machen wir jetzt zwischendrin. Machen wir hier noch was hin. So, wunderbar. Ich würde sagen, damit könnte man doch was anfangen. Das heißt, hier werden wir auf jeden Fall noch ein Wunschschild hinstellen. Oder kommt das hier hin? Nein. Im Inventar haben wir gerade auch nichts und wir haben auch so nichts gekauft. Das heißt, unsere Aktion wäre jetzt mal erstmal dich hier besorgen. Zwei davon, kommen immer gut an. So, drei, vier. Danach eins, zwei, drei. Ah, das ist ein bisschen viel. Das ist ein bisschen viel. Vielleicht von denen noch ein paar. Die gehen nämlich weg. Wir haben Semmeln. Und 90. Ich glaube, damit kann man mehr als leben. Sollen wir den ganzen Schrank hier vollfüllen, noch mit den guten Heiltränken. Profit von 2 ist nicht viel, aber es ist auch Massenware. Und sobald wir auch die reicheren Kunden haben, können wir mit unserem Prozentsatz auch ein kleines bisschen nach oben gehen. Ja, ich glaube, das wird auch erst gekauft, wenn wir irgendwie ein paar Krieger oder sowas haben. Okay, ihr bleibt auf jeden Fall mal hier drüben. Ja, doch so. So kriegt man langsam so einen kleinen Überblick, wo was ist, wie man wie was machen kann. So, ein bisschen. Warum kann ich eigentlich hier nichts hinbauen? Ach, da war wahrscheinlich Kleinzeug oder so, okay. Okay, guck mal hier, Lederwesten. Ah, das ist doch herrlich, ist das. Ein paar Schüchen hier noch. Mit Betonung auf ein paar Schüchen, nicht irgendwie viele Paar, nein, ein einziges Paar Schuhe. Oh, das sieht ein bisschen wenig aus, Moment. Das kann man so ja fast nicht lassen. Besser. Meine Boden ist zwar ein bisschen durchgedrückt, aber ich würde sagen, auf die Art und Weise. Zack. Oh, warte mal, falsch. Mal ist soweit repariert, okay. Können wir den Laden mehr als aufmachen?
Und ganz kurz überall rumschauen, ob wir irgendwas in den Mülleimern finden. Nein. Die Frage ist, war hinten noch einer? War hinten noch einer? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ja. Vier des Boots. Das sind sogar richtig wertvolle. Oho. Ich glaube, die kriegen wir für einen guten Preis weg. 1, 2, 3 und 4 war irgendwo da hinten. Genau hier. Torn-Rezept-Paper. Okay, keine Ahnung, was das sein soll. Es vermehren sich unsere Skelette da hinten. Na, wunderbar. Können wir irgendwie ins Inventar kurz gucken, was es ist? Naja, komm, wir können ja mal diese wunderschönen Schuhe hier hinstellen. Und das hier. Viel weiß. Wow, Madame, Sie haben gerade ziemlich viel eingekauft. Und sogar noch mehr. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Heißt, eine Rüstung können wir wegmachen. Eine Rüstung. Meine Rüstung, Moment. Meine Rüstung hier. Machen wir noch ein paar von denen hier. Schön wieder gekauft, okay. Aber gerade ein bisschen Bestandsaufnahme. Das können wir noch kaufen. 222. Das heißt, wenn wir einmal das hier wegmachen, dann mal das hier machen, passt. Okay. Funktioniert, funktioniert. Ich überlege jetzt bloß gerade, was mache ich denn mit den ganzen Toten hier? Ich meine, die müssen jetzt zumindest weg. Die müssen hier aus dem Laden raus. Wenn wir draußen Tote haben, dann ist es mir eigentlich relativ egal, aber hier drin sollten, wenn möglich, keine Tote sein. Oh, Eintritt bezahlt. Wunderbar. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Die ganze Schildchen wieder gekauft. Ich brauche ganz dringend mehr Schildständer. Draußen werden die Toten einfach nur so durch die Gegend geschubselt. Dankeschön. So, ein paar Gloves. Die werden doch immer gut gekauft. Das ist eher weniger, was ich gerade schade finde. Aber Schilde gehen anscheinend immer. Schild und Schwert haben wir jetzt noch ein bisschen was. Das heißt, wir kaufen eher mal zwei Schild nochmal. Na, sollen wir noch? Komm. Und ein bisschen was von dem hier. Passt schon. Oh. Okay, besser. Das wollte ich gerade sagen. Wir können noch ein bisschen was kaufen. Aber nein, wir können überhaupt nichts mehr kaufen. Wir können nichts mehr kaufen. Nichts, soweit sich nicht irgendjemand dazu bereit erklärt. Oh, Dankeschön. Ach, die kommen wahrscheinlich weniger rein, weil sie jetzt auch noch bezahlen müssen für den Eintritt. Hey, sag mal. Ich weiß, es ist ein wundervoller Tag. Ich weiß, es ist einfach herrlich. Ich gerade sagen, die flieht hier. Nicht mit mir, nicht auf meiner Tour. Bitte schön. Bitte schön. Hier gibt es noch ein paar Stiefel, wer möchte. Jetzt gut, die keine Waffen mehr oder was? Ich glaube, wir könnten sogar noch ein paar Stiefel. Passt. Läuft. Wunderbar. Mein Laden, der ist schön, mein Laden, der ist fein. Kommt schon, Leute, kauft doch. Hab gesagt, kauft ein! Tut mir leid, ich habe gleich aufgeräumt. Einen Moment, bitteschön, bitteschön. So, jetzt können Sie einkaufen, meine Dame. Vielen lieben Dank. Wir sehen uns ziemlich bald wieder. Also irgendeiner von denen klaut bestimmt gleich. Und sie gehen einfach raus, weil sie nichts mehr finden. So, Hallöchen aber auch. Ich habe gehört, ihr braucht ein paar Sachen. Wie zum Beispiel das hier oder ein paar Gloves. Könnt ihr auch immer gut gebrauchen, so wie es ausschaut. Wir haben... Hast du was? Du hast was geklaut. Du hast definitiv was geklaut. Das kann ich nicht für gut heißen. Überhaupt nicht sogar. Gerade die, also die sind echt nicht teuer. Die kann man sich auch so mal leisten. Die Potion passt.
Ach komm schon, gerade wenn ich was gekauft habe. Jungs, Jungs, ihr müsst ein bisschen früher kommen. Oh. Das erste Regal wird nach und nach leer. Mit Heiltränken. Wunderbar, wunderbar. Dankeschön. Vielen lieben Dank, vielen lieben Dank. Kaufen Sie, meine lieben Leute. Kaufen Sie. Der nächste Krieg kommt bestimmt sehr bald. Ich habe es im Gefühl, der Krieg wird kommen. Mein Herr, Sie brauchen ein neues Schuhwerk. Das habe ich doch gesehen. Haben Sie gerade die teuren Schuhe gekauft? Ich glaube eher weniger. Ich glaube, ein Mann wie Sie kauft keine teuren Schuhe. Er kauft normale Wanderschuhe. So nach und nach geht das doch. Kann ich mal kurz zurücklaufen? Yep, kann ich. So. Hier, bitteschön, bitteschön. Dann hier noch ein paar. Ein paar Wänze sind auch schon wieder weg. Sage mal. Jetzt geht's aber Schlag auf Schlag hier. Und 18, alles mitnehmen. Alles verkaufen, alles kaufen. Das heißt, beim nächsten Mal müssten wir eigentlich nochmal ein kleines bisschen mehr in Regal investieren. So, und wehe, einer von euch macht irgendwas kaputt in der Zwischenzeit. Oh. Leute, Leute, Hallöchen. Hallöchen, tut mir leid, ich habe gerade ihren Schädel eingeschlagen. Das wollte ich natürlich nicht. Ach, komm schon. Ach, die lieben Zwillinge. Achso, ihr seid schon wieder. Okay. Ich wollte gerade ein bisschen Smalltalk betreiben, aber wenn ihr nicht wollt. Ihr müsst ja nicht, ihr müsst ja nicht. Bin ja bloß ich. Der arme Verkäufer, der hier tagtäglich arbeiten muss. So. Hier. Ihr wollt doch bestimmt. Ihr habt natürlich die nächste. Nochmal einer, komm. Lasst es krachen. Lasst es krachen in meinem Portemonnaie. Ich weiß, ihr wollt es auch. Hallo? Der hat was gestohlen, Junge. Er hat was gestohlen. Das macht man nicht. Sowas macht man einfach nicht. Und ich glaube, über die ganzen Leichen drüber laufen macht man eigentlich auch nicht. Aber okay. Aber okay, ich sag nichts. Ich sag nichts. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ey, ey. Herkommen, herkommen. Moment, ich hab dich gleich. Dankeschön. Hat noch jemand was gestohlen, hä? Hat jemand was gestohlen hier? Ich hoffe mal inständig nicht. Place Order. Ich brauch ganz dringend Nachwuchs. Sag mal. Sag mal, halt, Moment, Moment. Madame. So was macht man. Nicht. Egal, was du es geklaut hast. Es war es definitiv nicht wert. Hallöchen aber auch. Sag mal. Ich komme in den Laden rein und schon wird geklaut schon wieder. So, Dankeschön. Mein Gott. Überall lauter Tode. Yep, tritt die Toten mit Füßen. Passt schon. Alles ist gut. Ich werde euch definitiv nicht schimpfen dafür. Wir haben... Verdammt, noch eins. Jetzt hängt es natürlich mitten in der Tür drinnen. Na, kommst du her? Dankeschön. Okay. Okay, keine Panik, keine Panik. Alles ist gut, alles ist gut. Wir haben genug für alle. Irgendwie zumindest. Haben wir vielleicht noch ein paar Gloves? Ja, natürlich haben wir hier Gloves. Haben wir sonst noch irgendwas? Schild und Schwert haben wir jetzt nur noch. Das ist nicht mehr so viel. Ich glaube, da müssen wir sogar noch ein paar von denen hier kaufen, ein paar von denen hier kaufen. Sag mal. Madame. Man kann mit mir auch reden, wenn es zu teuer ist. Da sage ich überhaupt nicht nein dazu. Gegen ein bisschen Konversation. Sag mal. Ah. Schlimm. Ist da mir gerade wieder eine... Nein. Okay, soll ich gerade sagen. Da ist mir wieder eine entgegengerannt, die bestimmt wieder was geklaut hat. Aber okay. Ausnahmsweise mal nicht. Ausnahmsweise mal nicht.
Ach, man kann die beidseitig auch hinstellen. Aha, okay. Das ist was Neues. Das heißt, ich habe das Ding falsch rum aufgestellt. Okay, was habt ihr denn noch alles anzubieten? Hier, ich habe noch ein paar... ein paar Handschüchchen noch für euch. Eventuell, wer möchte. Scheint gerade nicht so zu sein, der Dauerbrenner, aber was soll's. Wir haben jemanden, der gestorben ist, weil er einen Heiltrank gekauft hat. Das ist etwas makaber. Tod durch Heiltrank. So, hier habt ihr noch ein paar wunderschöne... Evening haben wir schon. Oh Gott. Ein paar wunderschöne Sachen. Ach Gott, davon habe ich auch nichts mehr. Sage mal. Halt, Moment. Das habe ich gesehen. Moment, meine Dame. Moment. Das muss definitiv nicht sein. Dankeschön. Hüstchen. Und jede Menge Heiltränke auf jeden Fall. Dankeschön. Puh. Ich sag relativ wenig, ich sag ziemlich viel Dankeschön, merke ich gerade. Und rede ziemlich viel von allem anderen. Aber das Spiel, das fordert so ein kleines bisschen. Haben wir vielleicht noch irgendwo Platz? Yep, da haben wir noch Platz. Komm schon, Leute. Kauft, kauft. Ich habe ziemlich viele Artikel noch übrig. Die nächsten sind auch schon wieder so quasi am Kommen. Und alle gut? Keiner? Keiner klaut? Keiner? Oh Gott, na, kommst du her. Huah! Wegen dem Heiltrank jetzt geklaut und gestorben. Wirklich. Ernsthaft. Das hätte jetzt wirklich nicht sein müssen. Evening. Wir haben es Abend. Heißt, Dankeschön. Ein bisschen was muss noch laufen. Ein kleines bisschen was. So, zwei davon. Und das Wichtigste überhaupt. Heilung, Heilung, Heilung. Ein richtiger Abenteurer wird nicht auf eine Abenteuerreise gehen, wenn er sich nicht heilen kann. Wow, das war jetzt viel. Das war ziemlich viel, muss ich gestehen. Okay, schauen wir mal, dass wir es hier irgendwie wegbekommen. Hallo, meine Damen, tut mir leid. Ich habe es gleich weggewischt. Alles wird gut, alles wird gut. Oh Gott, ich bekomme so viel Geld. Yippie. Wenn ich so ein paar K-Punkte mache, wäre ich glücklich, wäre ich sogar richtig glücklich. Das kann gar nicht sein. Ich weiß, ich bin super. Dankeschön. Wir brauchen ein paar mehr Schilde, ein paar mehr von denen, ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem, ein bisschen was von dem. Und wunderbar. Wir haben... Hat jetzt gerade... Yep. Einmal bitte in Ruhe lassen. Dankeschön. Oh. Oh, sorry, sorry. Das wollte ich jetzt nicht. Ja, verdammt. Jetzt habe ich die letzten Kunden auch noch gerade heute rausgescheucht. Ich wollte ich eigentlich hier weniger schaffen. Sir, Sie wollen doch bestimmt noch eine... Achso, die hat nur Sachen weggeschmissen. Okay, auf sowas muss man aber auch erstmal kommen. Dass sie einfach nur mein Zeug durch die Gegend schmeißt. Was ich auch nicht für gut empfinde. Überhaupt nicht sogar. So, du wolltest doch bestimmt noch hier ein Schild kaufen, oder? Ich sehe es euch an, ihr wollt Schilde. Schilde und Heiltränke. Ich habe ein bisschen zu viel Heiltränke gerade. Hat er gerade... Yep, der hat gerade mein wunderschönes Schwert hier hinten genagelt. Wie könnte ich mein Schwert einfach so in der Gegend rumschubsen? Das ist ein Moneymaker. Moment, hast du... Okay. Die hat es einfach nur wieder in der Gegend rumgeschmissen. Okay. Sag ich nichts dagegen, sag ich nichts dagegen. Selbst wenn sie ein bisschen was geklaut hat. Ja, gut, komm, egal. Bevor ich jetzt wieder jemanden töte und sonst wo in der Hölle lande dafür, lass mal lieber bleiben. Können wir auch da vielleicht noch was hinstellen? Yep, das funktioniert. Ein Glove ging noch. Schaut's eigentlich aus. Oh, die Theke schaut nicht mehr ganz so gut aus. Die auch nicht mehr. Huiuiui. So einen kompletten Tag halten die Sachen immer nie durch. Hat er gerade. Ich glaube, der hat nichts gestohlen.
Aber du hast was gestohlen. Du hast auch was gestohlen. Ach komm schon, ernsthaft. Die dürfen mich nicht dabei beobachten, wie ich jemanden abschlachte. Warum eigentlich? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich einfach nicht. Das entzieht sich meiner vollkommenen Kenntnis. So, da, da. Dann machen wir die unten auch noch voll. Hauptsache, die sind irgendwo im Schrank. Ach, und schon wieder ein Tag vorbei. Ich muss sagen, das geht ziemlich, ziemlich schnell. Jetzt muss ich noch kurz mal sauber machen. Moment, Nummer 2. Dankeschön. Mach ich hier mal kurz klar Schiff. Rende mal die Folge durch, weil ich glaube, ich habe schon Folge 2. Also jeden Tag gibt es eine Folge, kann man sagen. Und du verschwindest auch. Na, kommst du ja? Gehst du weg? Ich brauche keinen Dreck. Dann überlege ich mir nämlich mal, wie ich das Beste, wie ich das am besten mache. Oder soll ich noch... Ach komm, wisst ihr was? Scheiß drauf. Einen Tag mache ich noch.